Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Playmo Space Serie. Beim letzten Mal haben wir euch die Toys von 2018 gezeigt, die auch es heute noch im Handel gibt. Und in dieser Folge, da haben schon viele von euch, vor allem von meiner Generation, sehnsüchtig darauf gewartet, reisen wir zurück in die 80er Jahre zur Playmo Space Serie. Ich habe hier schon einige Sachen aufgebaut. Ich zeige euch in der Sendung deutlich mehr, habe einen nahezu kompletten Satz mit original verpackten Stücken bekommen, also zumindest mit Packung. OVP sind die Dinger so teuer wie Star Wars. Die Playmo Space Serie war gerade für uns 80er Kids und Science-Fiction-Fans sehr prägend. Verkörperte sie doch die friedliche Eroberung des Weltraums mit moderner Technik. Und die Mondlandung lag ja noch nicht allzu lang zurück. 1969 war die Mondlandung, 1980 erschien die Playmo Space Serie und die ganzen Kids von meiner Generation haben ja gedacht, wir wären alle Raumfahrer und leben auf Raumstationen. Und es war wirklich für uns alle klar. Also mit Captain Future, mit Han Solo, mit einem von beiden werden wir durch den Weltraum jetten. Naja, ist noch nicht ganz so weit. Wird wahrscheinlich auch noch ein paar Tage dauern. Zurück zur Serie. Eins meiner absoluten Favoriten ist diese Raumstation. Ein wunderschönes Playset. Eines der schönsten Playsets, die je erschienen sind. Neben meinem geliebten Millennium Falcon natürlich. Das werde ich euch heute zeigen. Das habe ich euch schon mal vor einem Jahr noch schon mal gezeigt gehabt. Aber diesmal ausführlich zusammen mit den ganzen anderen Sets. Wir haben also so viel Zeug aufgetrieben. Fahrzeuge mit Verpackung. Dann die Zubehörsets. Und dann sämtliche Fahrzeuge. War auch eine ziemlich kostspielige Sache, aber es hat sich gelohnt. Und die werde ich euch heute präsentieren. Holt euch noch mal ein bisschen Popcorn, was zu trinken, weil die Sendung geht ein bisschen länger. Und die 80er-Fans, die können es jetzt wahrscheinlich sehnsüchtig nicht erwarten, zurückzugehen in die Playmo Space-Zeit in die 80er Jahre. Ja! Jo, in den 80ern konnte man über Geschmack nicht streiten, es gab keinen. In dieser Hinsicht gehen wir rüber oder besser gesagt bleiben wir hier. Sammlerfreunde, wir beginnen mit unserem Multifunktionsfahrzeug. Jo, LKW, Bagger, Transporter, alles im einen. Bergbau auf anderen Planeten. Tja, Helium 3, das wär's. Jo, Anfang der 80er wollte man weit hinaus. Hier seht ihr im Hintergrund den Jupiter. Müsste also theoretisch einer der Jupitermonde sein. Wobei der eigentlich näher dran sein müsste und der Jupiter müsste gigantisch groß sein. Hier sehen wir die wunderschön gestaltete Oberseite der Box. Links in der Ecke seht ihr eine ältere Astronautenfigur. Hier sieht man jetzt den Bergbau, der betrieben wird. So ist es auch wirklich geplant gewesen damals, auch heute noch. Einfach alles, was man braucht, um auf anderen Planeten zu leben, dort auch abzubauen oder zu produzieren. Bob, der Baumeister in Space. Die linke Seitenlasche der Box. Ja, damals stand man noch unter einem Einfluss der Mondlandung. Gerade ja mal erstmal ein Jahrzehnt her war. Die erste Raumstation, Skylab und so weiter. Jo. Alle haben wir damals geglaubt als Kinder, wir werden im Weltraum leben. Für uns war damals klar, wir fliegen mit Captain Future, Han Solo oder mit Captain Kirk zu den Sternen. Die linke Seitenlasche der Box. Sogar schon mit eher ein Strichcode. Die Serie wurde ja damals produziert, glaube ich, von 1980 bis um 1984 rum, wenn ich mich nicht irre. Hier sehen wir jetzt die Unterseite der Box. Mit jede Menge Actionbildern. Oh ja, Leute. Damals, auf uns Kids, wirkte das wirklich phänomenal. Für uns war klar, der Weltraum wartet. Naja, er wartet immer noch. Man muss auch dazu sagen, wir hatten auch nicht diese Medienüberreizung wie die Kids heute. Mit YouTube und 50 Fernsehprogramm und 10 Millionen YouTube-Kanälen. Wir hatten damals nur das erste, zweite und das dritte und die haben erst ab 16 Uhr gesendet. Und wenn wir Filme wollten, mussten wir die ausleihen und die kosten bis zu 10 D-Mark pro Tag. Das sind 5 Euro, inflationsbereinigt 8, 9 Euro pro Tag. Von heute auf morgen war es doppelt so viel. Jo, da war das wöchentliche Yps-Heft, sofern man es jede Woche bekommen hat, oder einmal im Monat war ja auch schon genug, die Sensation, das Highlight. Und wenn natürlich so ein Space-Toy unterm Weihnachtsbaum lag, wow, waren wir mehr als glücklich. Auch interessant, die Unterseite der Box.
die Space-Zeit, so kann man das nennen. Star Wars im Kino, Captain Future im Fernsehen und Captain Kirk eroberte das Weltall. Das waren unsere Science-Fiction-Helden. Dem Playmo Space Sammler schlägt jetzt das Herz höher. Das ist das komplette Playset mit allen drei Figuren. Die Raumanzüge waren alle gleich, aber unterschieden sich natürlich farblich. Das Emblem der Playmo Space. Cool waren die übergroßen Mondschuhe mit den Gewichten dran. Wir nannten sie damals immer Holzschuhe. Also oft wurden die Playmo Space Sachen einfach in die Star Wars Serie integriert. Weil oftmals passten die Figuren von Star Wars auch in die Playmobil-Spielzeuge. Der Helm war zweiteilig, der innere Glasteil konnte entnommen werden. Fand ich damals richtig cool. Hatte man doch zwei Spielmodis. Da kam in einer Captain Future-Folge so ein Jetpack zum Einsatz und es nannten die dort Funkgerät mit Laserstrahlen. Haben wir dann hier rein integriert. Man sieht halt ein bisschen Technik aus den 70ern. Heute wäre da ein Touchplate und ein Monitor drauf. So, hier konnte man öffnen und schließen. Beginnen wir mit dem vorderen Teil. Zweiteilig mit Anhänger. Was typisch für die damalige Playmo Space Serie war, waren die großen Fenster. Die werden wir noch öfter sehen. Immer aufpassen, der hier vorne ist oft abgebrochen. Das Cockpit bietet Platz für zwei Playmobil-Actionfiguren mit Raumanzug. An der Seite befinden sich die diversen Schalthebel und die Löcher hier, da kann man das Werkzeug einklipsen. Unterhalb des Cockpits befindet sich diese Leiter. Mit deren Hilfe kann man das Cockpit leichter besteigen. Die Seitenansicht. Hier unten sehen wir die ausfahrbare Transportbox. Jo, kann man zum Beispiel Mondgeschneiden lagern oder Ausrüstung. Auch interessant, das Playset ist nicht verschraubt, sondern verklipst. War damals sehr innovativ. Die andere Seite. Nicht zu vergessen die beiden Antennen. Der Heckbereich mit der Schaufel. Zweimal Bedienelemente. Rechts und links. Der Baggerarm war für seine Zeit sehr innovativ gestaltet. Mit den vielen Gelenken bot es zahlreiche Spielelementen und Möglichkeit, Mondgestein zu sammeln.
Gerade viele von diesen Gelenken sind heute oder nach jahrzehntelangem Einsatz oder nachdem sie gelagert wurden, beschädigt. Immer darauf achten, dass alles komplett ist und auch nichts abgebrochen ist. Weil sonst müsst ihr euch auf die Jagd nach Ersatzteilen begeben. Und als Sammler weiß ich, wie kostspielig das sein kann. Schaut mal, wie die Gelenke schön ineinander reinlaufen, wenn man sie verdrehen kann. Sehr gut. Das Verbindungsstück zwischen Fahrzeug und Anhänger lässt sich leicht einhängen. Noch ein kurzer Blick auf die Unterseite. Hier ist die Transportkiste rausgerutscht. Die Bestempelung Playmobil 1982. Die Verklipsungen. Hier sehen wir jetzt das Verbindungsstück. Auch darauf immer achten, dass das dabei ist. Auch dieses Zubehörteil kann häufig fehlen. Und hier sehen wir jetzt den Anhänger. Unten befindet sich ebenfalls ein Lagerfach. Die Fahrtansicht. Mit der Verbindungsstelle. Der Rückteil verfügt ebenfalls über eine Verbindungsstelle. Da waren die von Playmobil sehr schlau. Die haben sich gedacht, vielleicht legen sich die Kids ja mehrere zu. Und dann baut man einen richtigen Zug zusammen. Die Ladefläche kann gekippt werden. Und man kann sie entnehmen. Hier müsst ihr darauf achten, dass das gute Stück hier dabei ist. Wenn ihr so ein Stück dann irgendwo findet und so begeistert seid, dann schlagt ihr vielleicht zu früh zu und merkt erst zu Hause, dass euch das hier fehlt. Ich kenne einen Fall, wo das passiert ist. Den habe ich heute Morgen im Spiegel gesehen. Die Bestellnummer dieses Sets war damals die 3559. Ein wunderschönes, nostalgisches Spielset. Jo, passt perfekt in die Playmo Space Serie. So, machen wir weiter mit dem Raumschiff mit der Artikelnummer 3535. Was ich sehr schön finde, ist das Hintergrunddiorama. Fängt es doch die Weltraum- und fremde Planetenatmosphäre sehr gut ein. Die Oberseite der Box. Was ich bei der Playmo Space Serie sehr gut finde, die Fahrzeuge kann man zerlegen und es bietet sich dann ein sehr großes erweitertes Spielepotenzial an. Auf diesem Bild
sehen wir jetzt die kleine Fähre mit nur einer Seitenscheibe, die man auch entsprechend umbauen kann. Durch einen Umbau kann man das Labor praktisch von der Raumsonde trennen. Mit einem kleinen Zwischenelement baut man aus der großen Raumsonde eine kleine. Die Unterseite der Box. Jo, volle Action im Kinderzimmer. Hier wird die Raumsonde mit Nachschub beladen. Ingenieure und Techniker machen die Raumsonde startklar. Das ist auch eine gute Spielmodi. Hier werden die Raumschiffe gebaut. Das sieht ja mal cool aus. Per Kran wird die Scheibe herabgelassen. Erinnert ein wenig an Fließbandproduktion, wo die Fahrzeuge in Massen hergestellt werden. Hier sehen wir jetzt die Rückseite der Box. Ja, hier ist schon kräftig was los. Auf einem fremden Planeten. Ich tippe hier auf einen Jupitermond. Also das Hintergrunddisplay ist wirklich gut gemacht. Sehr aufwendig. Ah, hier sollten die Kinder wohl animiert werden, mehr Raumschiffe zu kaufen. Ja, aber wen meinen die jetzt mit Kindern? Die 80er-Kids oder die Kids von damals? Die rechte Seitenlasche der Box. 4 bis 12 Jahre für Boys and Girls. 4 bis 12 Jahre, Meine Frau sagt immer, wir Nerds werden sowieso nicht älter als 12. Ah, Glück gehabt. Spielzeug made in Germany. West Germany. Die linke Seitenlasche der Box, schon mit einem Strichcode links unten. Jo. Die Gebrauchsanweisung. Und hier sieht man auch gut, wie man die Raumfähre umbauen kann. Das wusste ich sehr, sehr lange Zeit nicht. Ich dachte immer, dass dieses Ding so eine Art Weltraumgondel sei. Ah, ziemlich schnittig, dieser Gleiter. Also absolut unberührt in Originalverpackung, da müsste ich schon 3-stelligen Betrag rechnen. Aber es ist auch heute sehr, 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 sehr schwer zu bekommen. So, jetzt habe ich das gute Stück mal aus der Box entnommen und zusammengebaut. Hier sehen wir jetzt das Verbindungsbauteil, wo das Shuttle verkürzt werden und das Forschungslabor ausgelagert werden kann. Hatte das damals immer für so eine Art Weltraumgondel gehalten. Das sieht dann etwa so aus wie hier bei der kleinen Fähre. Achtet vor allem auf die Räder. Häufig fehlt eins und wenn man dann voller Begeisterung so ein Fahrzeug entdeckt hat, übersieht man das. Oder manchmal sind auch die Nasen abgebrochen. Immer darauf achten, dass alles komplett ist. Sammlerfreund, ich will ja bestimmt keine Schleichwerbung machen, aber ein kleiner Tipp. Gerade die Playmo Space Sachen gibt es bei eBay sehr viele Einzelteile, teilweise sehr günstig zu kaufen. Naja, was bei gefragten Sammlerstücken halt günstig ist. Hier ein Blick auf die Unterseite. Ui, der liegt doch fast im Bild. An der Unterseite des Cockpits die Bestempelung 1980.
Die Heckklappe lässt sich öffnen und diverses Zubehör einlagern für die Reise zu anderen Planeten. Der Seitenbereich lässt sich öffnen und gibt den Blick frei in das Forschungslabor. Naja, heute wirken die Computer ein bisschen drollig. Die großen, klobigen Knöpfe. Leute, ich glaube, dass die gesamten Computer da drin weniger Speicherkapazität hatten als ein Smartphone vom Flohmarkt. Neulich habe ich in der National Geographic, glaube ich, war es, gelesen, dass ein Smartphone mehr Speichermöglichkeiten hat, als der NASA für das gesamte Apollo-Programm zur Verfügung stand. Aber man muss auch dazu sagen, ich war ja damals auch bei den Computerfreaks. Wir haben aus den Kisten rausgeholt, das ist unglaublich, was ich mit meinem Commodore 64 und den 64 Kilobyte alles digital erschaffen habe. Das schaffe ich noch nicht mal mehr mit dem heutigen Rechner. Ich bin schon froh, wie ich ihn einschalten kann. Platz für 3 Playmobil-Action-Figuren. Die Scheiben verfügen über 2 Nasen. Naja, auch ein bisschen komischer Spruch. Immer aufpassen, dass keine abgebrochen ist. Die andere Seite kann nicht geöffnet werden. Der Heckbereich mit dem drehbaren Triebwerk. Das Cockpit mit der abnehmbaren Scheibe. Das Cockpit bietet Platz für 2 Playmobil-Action-Figuren. Es gab auch diverse Zubehörsets. Hier das Set 3590 mit 2 zusätzlichen Astronauten. Das war gut, weil bei mancher Forschungsmission blieb der ein oder andere Astronaut verschwunden. Gerade die unerforschten Gebiete in den Sandkästen, ja, die verschlangen so manchen Astronauten. Nicht unerwähnt bleiben sollten die unerforschten Dschungel in den Gärten. Die linke Seite der Box. Ah, hier sehen wir noch den Prototypen mit den Luftschleusen in Rot. Später wurden die Luftschleusen der Raumstation durchsichtig. Hier sehen wir jetzt die Raumkapsel. Seht ihr gut im Hintergrund? Ursprünglich sollte die Ladeluke weiß sein, später schwarz. Hier sehen wir jetzt die Unterseite der Box. Ganz interessant, das Preisschild. 8,50 Mark entsprechen etwa 1,95583, so circa 4,35 Euro. Inflationsbereinigt wären das auch so etwa jetzt mal, muss ich mal sagen, 8, 9 Euro. Der rechte Seitenteil der Box mit der Erklärung, wie man die Astronauten zusammenbauen kann. Die Rückseite der 3590 und 3591 waren identisch. So, hier sehen wir unsere beiden Space Boys. Jo,
Vor allem sind sie noch sehr gut erhalten, nach 40 Jahren. Jeder hatte eine dieser Funkgeräte, Tricorder, Laser, irgendwas. Räder und Knöpfe. Ja, da sieht man gut den technischen Stand der 70er und 80er Jahre. Heute wäre da ein Touchplate. Die Raumanzüge, vor allem die Helme, fand ich so cool. Und die Hochwasserschuhe. Scherz beiseite, die Schuhe sind ja schließlich nötig, wegen der geringen Schwerkraft auf den anderen Planeten. Also zumindest die, wo eine geringere Masse haben. Der Sauerstofftank mit Funkgerät und diversen technischen Equipment. Und hier sehen wir jetzt den roten Astronauten. Häufig fehlt natürlich diverses Zubehör, die Knieschützer, die Schuhe, Teile des Raumanzugs etc. Immer darauf achten, dass alles komplett ist. Auch darauf achten, dass das schwer sichtbare, durchsichtige Innenteil vom Helm vorhanden ist. Hier haben wir jetzt das Set 3591 mit den beigepackten Droiden. Gerade dieses Set ist bei Sammlern heiß begehrt. Ja, GE5P, dieser Roboter ist bei Sammlern sehr hoch im Kurs. Im Hintergrund ist wieder gut der Jupiter zu erkennen. Also ich weiß nicht, kann es ein Mond vom Jupiter sein? Dann müsste der doch viel größer sein. Oder ist es ein Meteorit, auf den sich unsere Playmobil-Forscher gerade in Sachen Forschung richtig auslassen. Die linke Seite, jo, da sind die Forscher richtig am Arbeiten. Rechts im Bild noch einer der älteren Astronauten. Und GE5P im Einsatz. Die Unterseite der Box. Und die Oberseite. Vielleicht kennt ja jemand dieses Spielwarengeschäft Niedermeyer. Könnte aus Norddeutschland sein. Die rechte Seitenlasche der Box. Mit der Erklärung, wie man die Figuren zusammenbauen kann. Zeigen wir das noch mal kurz ein bisschen genauer. Waren schon raffiniert gestaltete Figuren. Also Playmobil ist wirklich ein zeitlos schönes Spielzeug. Ja, ich sehe jetzt schon den Generationenkonflikt. Was ist besser? Die Mission to Mars Serie oder die Playmo Space Serie? Ich mag die Playmo Space Serie lieber, weil ich als Kind damit gespielt habe. Die Rückseite, die genauso identisch ist wie mit dem anderen Set. So, hier sehen wir jetzt die zwei Weltraumhelden. Links der Astronaut, rechts der Roboter GE5P. An wen erinnert mich dieser Roboter bloß? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Könnte es vielleicht... Ja, klar! Das sieht aus wie Alfie aus Alpha 5, der Computerspielshow aus den 80ern. Schatz mal beiseite, erinnert natürlich an einen ganz berühmten Roboter. Mir fällt bloß der Name gerade nicht ein. Wer könnte das wohl sein? Naja, ist ja auch egal, ihr werdet schon wissen. Das ist also GE5P, bei Sammlern heiß begehrt. Hier sehen wir die obere Kuppel. Erinnert mich wirklich an Alpha 5, die Computerspielshow. Ja, das könnte Alfie sein. Wenn ihr euch so einen Droiden zulegt, immer darauf achten, dass er komplett ist und in gutem Zustand. Weil aufgrund seines Nostalgiewertes hat er auch schon seinen entsprechenden Preis. Und für das Geld werden wir auch ein gutes Stück haben. Hergestellt 1980, also über 40 Jahre alt. Der Kopf ist drehbar, wie bei einem anderen Roboter. Mir fällt bloß der Name nicht ein. Beigepackt war auch der weiße Astronaut, auch ein schönes Stück. Ich
weiß, die Mutter eines Schulkameraden nannte mal die Playmobil-Figuren Regenbogenfiguren, also Regenbogenastronauten, weil die immer verschiedene Farben hatten. Mein Gott, Leute, hatten wir damals viel Spaß mit den 80er-Jahre-Toys. Meine Güte, fallen mir da viele Geschichten ein. Oh. Wie viele Planeten haben wir erforscht? Es gab auch drei Zubehörteile. Die Zange. Und das Funkgerät, Tricorder, Transformator. Ja. Also meine Recherche in Sammlerkreisen hat ergeben, dass bei diesem Set das Zubehör variieren konnte. Wir haben hier einmal die Zange und den Bohrer auf dem Bild und dann den Metallsucher und die Zange. Konnte also variieren. So, das waren jetzt die Zubehörsets mit dem einen Roboter, der die Ähnlichkeit mit einem anderen hat, aber dessen Namen mir einfach nicht einfällt. Vielleicht kennt ihr den ja. Also, welchem Roboter könnte der ähnlich sehen? Außer Alfie aus Alpha 5. Beigepackt war auch dieses Werbeprospekt. Möchte ich euch noch kurz zeigen. Der Playmobil Zirkus. Ah, die Afrika-Filmer. Ja, an den Jeep links unten erinnere ich mich noch. Den hatte ich auch mal. Dieses Bild ist interessant, zwar relativ klein, nur doppelt so groß wie eine SD-Speicherkarte, aber hier sieht man auch die Prototypen der Fahrzeuge. Bei der Raumstation sieht man, dass sie eine andere Bezeichnung hat. Und die Astronauten selber tragen alle weiße Brustpanzer. Jo, die Prototypbilder sind immer interessant. Sammlerfreunde, kommen wir jetzt zu den Mini-Wigs, den Kleinfahrzeugen der Playmo Space Serie. Hier sehen wir eine Baumaschine. Mit deren Hilfe kann man Löcher in Boden bohren und die geologische Zusammensetzung der Gesteine untersuchen. Ich hoffe, es war so in der Richtung richtig. Die linke Seitenlasche der Box, frei ab 4 Jahre. Die rechte Seitenlasche der Box. Die Oberseite der Box mit einer wunderschönen Action-Szene. Ja, hier sieht man alle Fahrzeuge im Einsatz. Bergbau auf anderen Planeten. Das wird irgendwann kommen. Die Unterseite der Box mit einer weiteren Action-Szene, auch sehr schön gestaltet. Hier sehen wir jetzt die Raumstation, das endgültige Modell. Hintergrund der Jupiter. Die Astronauten bei der Arbeit. Und hier sehen wir die kleine Fähre, wie sie gerade gelandet ist. Und unseren Mini-Wig im Einsatz. Die Rückseite der Box. Ich liebe die vielen Details auf den Bildern. Sammlerfreunde, manchmal ist es schon verrückt. Da stehen die Sachen jahrzehntelang in der Vitrine, dann nimmt man sie raus, macht eine Sendung drüber und erst dann erkennt man auch die übersehenen Details. In meinem Set ist eine gelbe Figur beigepackt. Ich weiß aber nicht, ob das die Originalfigur ist. Auf dem Cover ist nämlich eine weiße.
Dann sehen wir uns mal den Meteoritenbohrer genauer an. Die Voransicht mit dem Bohrer. Der Bohrer kann aufgeklappt werden. Er kann bei mir im Garten gleich ein paar Löcher graben. Ich glaube, die aktuelle Mars-Sonde Curiosity ist es, die auch einen Bohrer dabei hat und Marsstaub, also die ist auf dem Mars, gleich direkt in einem kleinen Labor überprüfen und analysieren kann. Vor 40 Jahren war das Spielzeug natürlich nicht so elektronisch betrieben wie heute. Und da war halt natürlich noch ein bisschen Handarbeit gefragt. Immer darauf achten, dass sämtliches Zubehör dabei ist. Die Löcher kann man diverses Zubehör einklipsen. Und jetzt kommt der Bagger 3557. Die Rückseite mit den gesamten Fahrzeugen. Jo, da ist jede Menge Betrieb. Ah, Sammlerfreunde, hier wissen wir jetzt endlich, wo es ist. Es ist auf dem Mond, nämlich da hinten ist die Erde. Oder es ist Gliese 587. Die Oberseite der Box. Die Unterseite der Box. Die rechte Seitenlasche. Die linke Seitenlasche. So, hier sehen wir jetzt den Bagger. Ah, farblich hat es sich ein bisschen verändert. Das Chassis ist grün und der Baggerarm ist blau. Beginnen wir unten beim Fahrwerk. Sieht gut aus, vor allem, wenn sich die Räder in besseren Fahren durchs Gelände ja, auch noch seitlich bewegen. Hergestellt 1982. Hier sehen wir jetzt die Oberseite. Könnte ich für meinen Garten brauchen. Insgesamt 4 Halterungen für Werkzeug. Die Halterung der Schaufel
Hier haben wir jetzt noch einen weiteren Mini-Rig, aber leider ohne Verpackung. Das ist ein schöner kleiner Kipper. Mit insgesamt 6 Halterungen für Zubehör. Die Unterseite, hier erkennt man jetzt auch sehr gut die 2. Jo. Hergestellt zum Schluss der Serie 1982. Ah, ja, jetzt kommen Kindheitserinnerungen hoch. Dieses gute Stück hatte ich damals auch, hatte ich zu Weihnachten bekommen. Man hat es einfach mit einem Star Wars Spielzeug verwechselt. Habe ich aber gleich in meine Star Wars Sammlung integriert. Mit der Bestellnummer 3509. Die Unterseite der Box. Das im Hintergrund könnte der Mars sein, dann ist es entweder Phobos oder Deimos, die beiden Marsmonde, auf denen sich unsere Helden befinden. Hier sehen wir jetzt die Oberseite der Box mit den Actionbildern. Ja, Leute, als Kind wirkte das natürlich wesentlich anders dann besser. Für mich war das damals ein echtes Weltraumfahrzeug und ich flog damit in den Weltraum. Die rechte Seitenlasche der Box. Die linke Seitenlasche der Box mit dem Strichcode. Zwischen 4 und 12 Jahre. Na Leute, also da gibt es auch Leute, die weit über 40 sind, noch daran ihre Freude haben. Die Rückseite der Box. Jetzt auch interessant. Die Anleitung für den Zusammenbau der Figur ist auf der Rückseite unten angebracht. Ein wunderschönes Diorama mit den gesamten Playsets. Hier sieht man auch wieder, dass es im frühen Stadium das Bild entstanden ist. Die Figuren hatten alle weiße Panzer. Gerade die ersten Prototypen sind natürlich bei Sammlern sehr gefragt und extrem teuer. Im Star Wars Bereich werden für einzelne Prototypen hohe 5- oder sogar 6-stellige Summen bezahlt. Boba Fett mit verschießbarer Rakete zum Beispiel. Hier sieht man auch den Gleiter, noch mit anderen Bezeichnungen auf den Tragflächen. Die Bilder erscheinen jetzt etwas unscharf, aber sind natürlich auch sehr klein. Den Bereich, wo ihr jetzt seht, ist gerade mal doppelt so groß wie eine Speicherkarte. Und das untere Bild. Da sehen wir unsere Forscher in Aktion. Hier sehen wir auch einen der älteren Astronauten. Naja, der kommt aus den 70ern. Und die anderen Jungs hier aus den 80ern, dem coolsten Jahrzehnt überhaupt. Und an der Unterseite die Erklärung, wie man die Figuren zusammenbaut. Jo, fast 40 Jahre später. Der Held meiner Kindheit. Das Raumschiff ist sehr schön gestaltet, richtig schön schnittig. Jo, so kann man das sehen. Ja, so eine Art Porsche für den Weltraum. Hat auch die Form eines Jägers, aber Jagdflugzeuge gibt es ja bei Playmobil nicht. Ein sehr schönes Stück. Viele halten das für Deko, aber hier steht tatsächlich Playmobil Space. Verfügt über 2 Triebwerke, die um 360 Grad drehbar sind.
Oben befindet sich eine Signalleuchte, leider nicht beleuchtet. War technisch damals nicht möglich. Okay, eine Beleuchtung wäre schon möglich gewesen, hätte aber wesentlich mehr gekostet dann. Unten in den Kufen sind spezielle Öffnungen angebracht, in denen man das Werkzeug verstauen kann. Drei Werkzeuge sind beigepackt und ein Funkgerät. Oh ja, die Rückseite, da gibt es eine lustige Geschichte. Seht ihr diese Lamellen? Die erinnerten mich immer an einen Tante-Emma-Laden, also praktisch das Rolltor, wo die immer vor der Türe hatte. Schade, das Haus steht heute nicht mehr. Komisch, was einem so nach Jahrzehnten alles wieder einfällt. Die Unterseite unseres Raumjägers oder Raumgleiters. Hergestellt 1980. Wieder mit den typischen schönen Glasscheiben. Die lassen sich selbstverständlich abnehmen. Immer hier auf die Nasen achten, dass sie nicht abgebrochen sind. Bietet Platz für eine Actionfigur. Hier die Schuhe wieder. An jedem Tag bekam ich auch diese Star Wars Figur. Und die passte auch perfekt da rein. Beigepackt war der gelbe Astronaut. Hier haben wir ein weiteres Fahrzeug. Leider auch ohne Verpackung, aber ich zeige es euch trotzdem. Ich nenne es die kleine Fähre. Sie ist in etwa baugleich wie die große Fähre, die ihr am Anfang gesehen habt, aber halt im kleinen Format. Die Heckklappe kann ebenfalls geöffnet werden und gibt den Platz frei für den Laderaum. Das Triebwerk kann gedreht werden und wenn die Lampen nicht blockieren, um 360 Grad. Mancher Sammlerkollege hat es sogar geschafft, die Schiffe umzubauen und zu beleuchten. Also irgendwo habe ich bei YouTube ein Video gesehen, sieht echt cool aus und hat LEDs reingesteckt. Das Cockpit mit den typischen Playmo Space großen Scheibencockpits. Auch hier mal darauf achten, dass die Nasen nicht abgebrochen sind. Der Innenraum ist etwas beengt, aber bietet trotz allem Platz für ein bis zwei Actionfiguren oder Ausrüstung. Ah ja, damals die Computer waren für uns absolute Wunderkisten. Dinge, die einfach alles konnten. Ich weiß noch. Ja, aber mit meinen Basic-Fähigkeiten habe ich ihn dazu gebracht, dass er gesprochen hat. Ah, was haben wir Abenteuer als Kinder mit den Sachen erlebt? Die Unterseite des Fahrzeugs. Oh, endlich kann man es mal gut erkennen. Hergestellt 1980, das Licht fällt perfekt drauf. So, Sammlerfreunde, getreu dem Motto, das Beste zum Schluss, das schönste oder zumindest das zweitschönste Playset neben meinem geliebten Millennium Falcon, das meiner persönlichen Ansicht nach je erschienen ist. Die Raumstation von Playmo Space. Habe ich zwar erst 37,4 Mal erwähnt, aber naja, doppelt hält besser. Dieses Playset ist wirklich einmalig. Vor allem die wunderschöne Glaskuppel. Als Kind habe ich immer daran gedacht, wie schön es wäre, da in den Weltraum zu schauen. Die vielen kleinen Fenster.
Die Rückseite bietet natürlich jede Menge super Bilder, die wir schon von den anderen Kartons erkennen. Ja, als Kind dachte ich wirklich, wenn ich mal so 12, 13, 14 bin, wären Raumschiffe am Fließband gebaut. Ich meine, 80er Kids passt ja eigentlich nicht. Wir sind ja eigentlich die Space Kids. Die vielen Fernsehserien, Raumschiff Enterprise, damals noch mit Captain Kirk, ja, die regten die Fantasie von unserer ganzen Generation an. Und Captain Future und Star Wars. 80er Kids, seid doch mal ehrlich, wenn wir manchmal diese alten Spielsachen sehen, da haben wir doch wieder die Gedanken von damals, als wir noch Kinder waren. Die Zeit, wo alles möglich war. Wo wir unsere Fantasie hatten und unsere Fantasie hatte keine Grenzen. Die rechte Seite der Box. Mit jede Menge coolen Bildern. Die linke Seite der Box? Jo, dieses Bild kommt uns schon bekannt vor, oder? Die Unterseite des Playsets 3536. Made in West Germany. Tja, damals war Deutschland noch geteilt. Während des Kalten Krieges wurde sehr viel Kriegsspielzeug produziert. Und dabei hat Playmobil wirklich eine Ausnahmerolle eingenommen. Während überall die ganze Welt rüstete und rüstete und nochmals rüstete, hat Playmobil mehr oder weniger eine Welt des Friedens in die Kinderzimmer gebracht. Die Playmo Space Serie war auch allgemein vom Design her ihrer Zeit weit voraus. Ich glaube, auch dieses Playset könnte man heute noch gut verkaufen. Würde man es ein bisschen modernisieren, ein bisschen mehr Elektronik rein, dann wäre das der Renner. Naja, ich meine, die 80er Kids würden sowieso alles aufkaufen. So, Sammlerfreunde, hier ist es jetzt, in all seiner Pracht, eines der schönsten Playsets, die je erschienen sind, die Playmobil Raumstation. Hier sehen wir auch einen der älteren Astronauten, den muss man auch noch zeigen. Erinnert ein wenig an die Kosmonautenanzüge aus den frühen 60ern. Der Jetpack auf dem Rücken. Auf die Verbindungsstücke und Halterungen achten, die sind häufig abgebrochen. Da fällt mir ein, von dieser alten Serie gab es auch einen Roboter. Ich habe den irgendwo rumliegen und finde ihn nicht mehr. Ich habe ihn ganz verzweifelt gesucht. Aber ich bin mir absolut sicher, sobald die Sendung hochgeladen ist, finde ich ihn sofort. Im Weltraum ist es sehr kalt. Hier am Drehort auch. Das absolute Highlight ist natürlich die abnehmbare Glaskuppel. In dieser Form, wohl in einem Science-Fiction-Playset in der Form, nicht mehr erschienen. Hier sehen wir die Luftschleuse. Wir sehen jetzt hier den Innenteil der Schleuse. Astronaut kommt rein. Und dass kein Sauerstoff in den Weltraum entweicht. Geschlossen. Und erst dann hier geöffnet. Hier nochmal ein kurzer Blick auf die Marsstation. Das Außenshot. Und hier war das ja drehbar. Figur rein. 180 Grad drehen. Und dann kann Innenbereich. Ich drehe das gute Stück gerade mal. Ich habe so einen Drehteller, aber ich glaube, der ist eingefroren. Insgesamt zwei Schleusen. Bei der neuen Version gibt es ja nur eine. Ein Kontrast zum großen Panoramafenster bilden sicherlich diese Bullaugen-ähnlichen Fenster. 14 Stück vorhanden. Dies sind die gleichen Fenster wie bei den Shuttles, also auch auf die Nasen aufpassen, dass da keine abgebrochen ist oder dass welche reingeklebt wurden. Auch wenn diese Fenster klein sind, kann man schön in den Innenraum schauen. Finde ich schon irgendwie cool. Hier sehen wir schemenhaft die Kommandobrücke.
Und hier sehen wir ein Playmobil-Männchen auf dem Klo. Nee, nee, Scherz beiseite. Der ist am Computerpult und steuert die Station. Sicherlich, diese vielen Fenster sind ein wenig übertrieben. Heute würde man wahrscheinlich Kameras anbringen und das wäre wesentlich effizienter als die Fenster, vor allem sicherer und günstiger. Hier sehen wir die Marsstation, wo ja im Endeffekt nur oben und unten ein Fenster angebracht ist. Natürlich nicht zu vergessen die Andockmodule. Aber Leute, die Marsstation ist halt realistischer gestaltet. Ja, das gute alte Stück von damals. Ja, unsere romantische Vorstellung in den 80ern vom Weltraum. Die Raumstation verfügt über zwei dieser Steuerungstriebwerke. Kommt mir schon ein bisschen wenig vor, schon damals als Kind. Naja, das waren dann einfach super Triebwerke. Und dann waren noch versteckte Triebwerke und Kraftfelder etc. Wir hatten damals reichlich Fantasie. Der abnehmbare Handscheinwerfer mit dem Haltegriff. Naja, manche böse Kids gingen ja her und machten daraus ein Raketengeschütz. Zum Zerstören von Asteroiden selbstverständlich. Oberhalb der Glaskuppel befindet sich die Radarschüssel. Dort kann man auch mal was draufstecken, dann sieht es cooler aus. Auch darin mal drauf achten, dass nichts abgebrochen ist. Hier diese wunderschöne Glaskuppel. Ah, was habe ich als Kind davon geträumt, da drunter zu liegen und die Sterne zu beobachten. Zu sehen, wie die Raumschiffe dahin fliegen. Oh. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum das eines der beliebtesten Playsets überhaupt ist, ist dieses Gadget mit dieser wunderschönen Glaskuppel. Es ist doch einmalig. Hier noch einmal zum Vergleich, die Mars-Mission Raumstation. Dies ist natürlich wesentlich realistischer gestaltet, vor allem mit den angekoppelten Modulen. Aber man muss halt dazu sagen, diese große Glaskuppel wäre zu schwer, auch nicht stabil genug, um sie so herzustellen und alleine wegen der Strahlung schon. Ja, aber schön ist sie trotzdem. Und ich meine, im Kinderzimmer und unserer Fantasie sind doch keine Grenzen gesetzt, oder? So, hier draußen ist es sehr kalt, aber auch in Wirklichkeit würde ich sagen, wir gehen mal rein. Ich heb mal kurz die Kuppel ab. Ursprünglich sollten ja diese Fenster hier rot sein, also diese Schleusentüren. Habt ihr am Prototypen gesehen. Gleich fällt auf der Kommandositz. Jo. Wer hier drauf steht, ist wirklich der Chef. Schalter und Hebel. So war es Ende der 70er, Anfang der 80er üblich. Später kamen ja die Touchplates. Der mobile Kommandostand. Mobil, man kann ihn drehen. 360 Grad. Hier kann man auch noch Werkzeug anbringen. Ja. Cool. Jetzt weiß ich auch, warum ringsrum Ausblick gibt. Und hier sehen wir jetzt bei der Mars-Mission der mittlere Teil, das ist ein Fitnessgerät. Ja, anfangs habe ich das für eine moderne Version des Kommandostands gehalten. Und dann kam heraus, dass es ein Fitnessgerät ist. So, jetzt werfen wir gerade mal einen Blick von oben in das Playset. Hier gut zu erkennen ist der gesamte Kommandostand mit den Computern und mit den ganzen Forschungseinrichtungen. Hier ist der Schlafbereich mit zwei Betten. Hier ist ein Tisch, da wird gefrühstückt. Und hinten, das sind die Kaffeebecher und ein doppelter Sitzplatz mit einer Waage, wo ich bis heute noch nicht weiß, was es genau ist. Manche meinen ja, es sei zum Liegen des Mondgesteins, aber naja, ich glaube, da würde man nicht so eine Waage nehmen. Wird wohl ein ewiges Geheimnis bleiben. Jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Beginnen wir mit dem Bereich zwischen den Schleusen. Ja, dem Esszimmer, wenn ihr so wollt. Es bietet Platz für zwei Playmobil-Figuren, die auch eingerastet werden können. Hier sieht man auch ein wenig die romantische Vorstellung, dass man so viel Platz für eine Sitzecke hätte. Auf einer richtigen Raumstation hätte man eine Platte, die einfach ausgezogen werden würde. Aber man ging ja auch irgendwann davon aus, dass Treibstoff und Geschwindigkeit und Gewicht keine Rolle mehr spielen. Dass man praktisch einen Treibstoff hat, der überhaupt nichts kostet und dass man
dass die Masse einer Raumstation vollkommen bedeutungslos ist. Ja, ich glaube, 37.000 Euro kostet ein Kilo Satellit zum ins Weltraum bringen. Machen wir gerade reihum. Hier sehen wir den Platz für die Getränkebecher und hinten in der Ecke, da ist so eine Vertiefung. Das dürfte wohl die Spüle sein. Und hier sehen wir auch, dass man verschiedene Geräte einklipsen kann. Die Sitzgruppe vor der Waage. Also Leute, dass man damit Mondgestein wiegt, selbst in den späten 70ern gab es schon entsprechende Wagen, die deutlich kleiner waren. Vielleicht fällt irgendjemand noch was ein, wofür das sein könnte. Was halt wirklich cool ist, die vielen Fenster ringsrum. Zwischen der Sitzgruppe und Kommandostand gibt es nochmal einen Halter für zwei Lampen oder Werkzeuge. Hier sehen wir jetzt den Kommandostand und die Brücke, wenn ihr so wollt. Vollgepackt mit Computern und Monitoren. Damals war ein Fernseher noch sehr teuer, da war ein Monitor was ganz Besonderes. Mein erster Fernseher als Kind war schwarz-weiß und ich war stolz drauf. Hier kann man auch wieder gut die übergroßen Knöpfe erkennen. Ach, das war halt damals so. Übrigens, wisst ihr eigentlich, wer den ersten Computer erfunden hat? Konrad Zuse war ein Deutscher. Googelt den mal. Erinnert mich irgendwie an einen Taschenrechner. Als ich damals Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre das erste Mal von Computern hörte, für mich waren das Wunderkisten, die einfach alles konnten. Ähnlich wie Alexa heute. Ja, Leute. Und als ich meinen ersten Computer hatte, Commodore 64, den besten Computer, der je gebaut wurde, war ich anfangs doch ein wenig enttäuscht, weil das gute Stück nicht mit mir reden konnte. Aber was wir aus den Kisten rausgeholt haben. Ja, wir waren die Ersten, die dabei waren bei der Computertechnologie, bei den ersten Spielekonsolen. Wir 80er-Kids sind die Besten. Ihr seht es nochmal, richtig schön mit den Fenstern und dem Ausblick. Hier ist nochmal ein kurzer Vergleich, die Marsstation. Der Computer ist natürlich wesentlich moderner. Jo, und es ist natürlich ein Flachbildschirm und kein Röhrengerät mehr. Naja, wobei ich sagen muss, die Kamera auf der rechten Seite, habt ihr in der letzten Folge schon gesehen, die stammt aus den 80ern. Weltraum erforschen macht natürlich auch müde. Hier sehen wir jetzt den Schlafbereich. Und wenn man die Schleusentüre öffnet, ist der Schlafraum geschlossen. Erinnert mich irgendwie an die Betten bei der Bundeswehr. Selbstverständlich mit Fenstern und Ausblick ins All. Drei Fenster im Schlafraum. Während bei der Mars-Mission gab es dafür eine extra Andockkapsel. Jo, trotz allem gefällt mir das alte Playset viel besser. Die Unterseite, hier mit den Landungsfüßen. Über Elektronik verfügte das Playset leider nicht. Aber ich habe es ja schon erwähnt, viele sind hergegangen, haben es nachträglich mit LEDs und wunderschönen Sachen ausgestattet. Playmobil 1980, also über 40 Jahre alt. Zwischen diesen beiden Playsets liegen 38 Jahre. Ein Sammlerkollege hat geschrieben, dass das Cockpit, die Cockpitscheibe aussieht wie von einem TIE Fighter. Der hat recht, so siehst du auch. Okay, jetzt beide Playsets zu vergleichen ist natürlich, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Weil zwischen beiden Playsets, wie bereits erwähnt, liegen 38 Jahre. Und die Technik hat natürlich gewaltige Fortschritte gemacht. Aber ich sage halt so, das klassische Playmo Space Playset gefällt mir selbstverständlich besser, weil ich damit sehr viele Kindheitserinnerungen verbinde. Und das neue Playset wird in 40 Jahren andere Kinder mit Kindheitserinnerungen verbinden. Also wird es auch für die das Lieblingsplayset sein. Aber beide verkörpern den Traum von der Eroberung des Weltalls. Lasst mir einfach mal eure Meinung da, welches Playset euch besser gefällt. Also ich persönlich bin natürlich schwer im Schwanken. Nee, die alte Raumstation von 1980 ist meine Nummer 2 in den beliebtesten Playsets. Neben dem Millennium Falcon, versteht sich. Ja, Sammlerfreunde, das was ich jetzt sagen muss, macht mich ein bisschen traurig. Weil jetzt diese kleine Serie, diese zweiteilige Serie mit Playmo Space und Mars Mission zu Ende ist. Aber alles Gute hat mal ein Ende. Ich gebe zurück zum Schlusswort.
Nee, ich bleib dabei. Das klassische Playset aus den 80ern ist cooler. Und das andere behalte ich auch. Eine wunderschöne Serie. Leute, es stimmt mich jetzt ein bisschen traurig, dass wir am Ende unserer Sendung angekommen sind. Weil die Toys sind wirklich sehr schön und ich verbinde auch persönlich sehr viele Erinnerungen daran. Und jetzt ist die Sendung zu Ende. Und ja, vielleicht finde ich mal wieder mal ein gutes Stück und kann es euch präsentieren. Die Playmo Space Serie. Kult-Toys der 80er. Ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Sie war etwas umfangreicher und aber ich denke mal, den Fans der Playmo Space Toys macht es nichts aus. Ich freue mich vor allem, dass ich euch so viel zeigen konnte und so detailreich. Nur mal kurz etwas am Rande, weil ja viele mal sagen, ich soll mehr Sendungen machen. Schätzt mal, wie lange es dauert, um 2 Minuten Film zu produzieren. Im Durchschnitt komme ich auf 1 Stunde. Wenn ihr manchmal die Outtakes seht, wisst ihr auch warum. Aber man muss die Sachen erst organisieren, man muss die Sachen bestellen, man muss im Internet danach suchen. Und bis man die dann hier hat, dann muss man auch recherchieren, was da war. Am besten war das mit der BSS-01-Konsole, wo wir ein Jahr dran gearbeitet haben. Es ist halt auch jetzt in Corona-Zeiten sehr viel schwieriger. Und deswegen, Leute, ich versuche immer eine gute Sendung zu machen. Ich könnte mehr produzieren, aber dann würde die Qualität darunter leiden. Und dann würden eure Fantastics-Folgen nicht mehr mit so vielen Kameraeinstellungen sein, mit teilweise 200 und mehr oder 500, sondern es wären dann bloß noch 5, 6 und da würde euch schwindelig werden, wenn ich mit der Kamera dann so rumfahre. Und das wollt ihr nicht. Deswegen, Qualität braucht halt Zeit. Und ich probiere mein Möglichstes und auch in den nächsten Wochen und Monaten, wenn ich wieder weniger Zeit habe, probiere ich trotzdem immer wieder mal noch eine Sendung zu machen. Ja, die guten Stücke, die kommen jetzt wieder in die Männerhöhle. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fantastic Toys and Merchandise. So, Sammlerfreunde, beginnen wir mit unserem Mond-LKW. Bagger. So, Sammlerfreunde, beginnen wir mit unserem... Hier sehen wir die schöne... Hier unten sehen wir die Ausfahrer. Der Baggerarm war sehr gut gestaltet. Mit den vielen Gelenken bot es zahlreiche... zu kalt. Hier sehen wir jetzt den Anhänger. Da noch jede Menge Gadgets. Auch Leute. Ingenieure machen die Raumsonde... Also das Hunde achtet besonders auf die Räder, dass auch alle 4 Doppelpack. Doppelpack. Oh Gott, das ist einfach zu kalt heute. Das Cockpit mit der abnehmbaren Scheibe. Es gab auch. Hier sehen wir die obere Kuppel. Erinnert wirklich an Alfie 5. Wenn ihr euch an solch. Es gab auch 3 Werkzeuge. Zubehörteile, Werkzeuge. So Leute, machen wir weiter mit den Mini-Rigs, den Kleinfahrzeugen. Hier sehen wir den geologischen Bohrer. Ist schon manchmal verrückt. Da stehen die Leute Jahrzehnte. So, Sammlerfreunde, machen wir weiter mit den Mini-Rigs, also den Kleinfahrzeugen. Hier sehen wir ein geologisches Forschungsfahrzeug, mit dessen Hilfe man Löcher bohren kann, um die Geologie zu untersuchen. Oh Gott, das passt doch nicht. Die Unterseite der Box. Ein weiteres Fahrzeug. Im Gegensatz zur neuen Station konnte man die nicht drehen, sondern die liegt im anderen Teil. Aufgrund dieses Gadgets. Es bietet. Hier sehen wir jetzt den. Für uns waren damals Computer einfach Kisten, die alles konnten. So ähnlich wie Alexa heute. Aber damals, oh Gott, die Dinger konnten ja nicht mehr richtig die Uhrzeit sagen. Und wenn ich überlege, was wir aus den Kisten rausgeholt haben, war ein Quad VC4. Kommen wir nochmal zur Marsstation. Jetzt die Computertechnik hier natürlich wesentlich besser. Laptop-mäßig gestaltet. Wahrscheinlich auch noch Touchplay.